Ja, nachdem wir in unserer Folge 110 die Polizei zu Gast hatten, haben wir natürlich pünktlich, und wie soll es auch anders sein, bei unserer Folge 112 das THK bei uns zu Gast, und zwar die Gabi. Und ich bin mit der Gabi natürlich nicht alleine hier in unserem Podcast-Stübchen. Martin und Stefan sind auch wieder mit dabei. Hallo, ich grüße euch. Hallo, Julian. Hallo, lieber Julian. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Das finden wir auch. So, jetzt ein bisschen mehr Stimmung. Wir begrüßen natürlich auch nochmal offiziell ganz herzlich unseren Gast. Gabi, möchtest du deinen Nachnamen uns noch kurz sagen, weil der ist sehr kompliziert für meinen Kopf. Ja, sehr gerne. Mein Nachname ist Reuter Gabber. Hallo. 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 Herzlich willkommen. Danke. Die erste Frage natürlich, hast du ein Geschenk? Nein, Spaß. Welche? Da sind sie wieder. Dazu kommen wir später gleich. Aber erstmal wollen wir natürlich ein bisschen näher kennenlernen. Und was ist denn so deine Aufgabe beim Deutschen Roten Kreuz? Ja, ich bin da für den Bereich Erste-Hilfe-Ausbildung zuständig, gebe also selber Erste-Hilfe-Kurse, bin auch in den Kindertagesstätten und in den Schulen unterwegs und arbeite dort mit den Kindern und Jugendlichen. Genau, da lernen wir dann kindgerecht bei den ganz Kleinen Verbände anlegen bis hin zu den Älteren im Sekundarschulbereich die Herz-Lungen-Wiederbelebung. Vielleicht können wir ganz kurz nochmal zurückblicken. Es war ja vor einer Woche Karneval. Wir hatten ja in unserer letzten Folge auch schon ein bisschen über den Rosenmontag gesprochen. Wie war das denn Einsatzgeschehen so an diesem Tag? Weil man hat doch schon, wir haben es ja auch in der Folge letzte Woche schon besprochen, einige ja gut alkoholisierte Menschen gesehen. Also grundsätzlich ist das natürlich immer mit dabei. Wie es jetzt aktuell gestern war, kann ich leider nicht sagen, weil ich selber nicht vor Ort war und auch noch kein Feedback von meinem Personal habe. Ja, ist ja jetzt auch, wird wahrscheinlich so normales Geschehen gewesen sein. Sonst hätte man ja bestimmt auch schon was gehört, wenn da jetzt irgendwas Riesiges passiert wäre. Ihr habt ja auch es gab keinen Mampf bei euch gestern. Soweit ich weiß nicht. Ja. Dann wären sicherlich noch weitere Fahrzeuge oder Personal benötigt worden. Und das ist nicht etwa ein leckeres Essen, wenn es beim DRK einen Hanf gibt, sondern das ist ein Massenanfall von Verletzten. Ja, genau. Genau, das habe ich sehr irgendwann gut mal gelernt und fand den Namen sehr lustig. Und ich glaube, es ist auch hier am Helios ein Schild Manf-Anfahrt. Ja, genau, das gehört zu ihren Plänen mit dazu. Genau, weil dann müssen die nämlich dahin, wenn da gemanft wird. Gab es in Köthen schon mal so einen Manf? Mir bekannt selber noch nicht, oder? Wo ich selber mit dabei war. Wir hatten mal das war 2018, ein Zugunglück, wo wir dann dachten, es wäre so, aber der war leer. Hat man alles schon bereitgestellt. Wir waren schon da, aber dann war es jetzt nicht so besetzt. Jetzt haben wir was zu tun. Ich wollte diese Floskel vermeiden. Und dann, der ist der leer, na toll. Okay, wir können wieder fahren. Kommt vor. Ich glaube, ist das manchmal wirklich so ein bisschen so ein Zwiespalt, weil man übt, man trainiert, man lernt das alles ja, Erste Hilfe, gerade auch die Menschen, die bei euch arbeiten in diesem Bereich, Rettungssanitäter, die arbeiten ja auf den Ernstfall hin. Und ist das bei euch makaber, wenn man dann sagt, das war jetzt ein schöner Einsatz oder das war ein guter Einsatz, weil irgendwie will man ja das Gelernte auch anwenden. Das ist richtig. Man muss dazu sagen, wenn so ein Manf eintritt, dann ist das nicht nur unser hauptamtliches Rettungsdienstpersonal, sondern das sind alles ehrenamtliche Einsatzkräfte, die ihre Freizeit davon. Und ja, da kann es natürlich schon mal sein, dass die dann sagen, ach schade, ja, da wir das ja in mehreren, sage ich mal, Ausbildungszyklen dann auch dementsprechend üben und natürlich auch mal anwenden wollen. Aber natürlich unter dem Aspekt, dass es nicht unbedingt lebensbedrohliche Sachen sind. So ein gebrochener Arm ist mal okay, aber. Ja. Aber na gut, man muss ja ganz ehrlich sein und fair sagen, man wünscht sich das nicht unbedingt, eine Herz-Lungen-Wiederbelebung durchzuführen. Es ist so. Genau, und ich glaube, das geht jedem so. Aber es sollte trotzdem jeder können. Sind wir in Deutschland da ein bisschen zu unterversorgt? Ich meine, jeder kann wahrscheinlich noch irgendwo so eine binomische Formel herbeamen oder A² plus B² gleich C² nach Quadrat umstellen. Aber bei der Herz-Lungen-Bewegung
Bewegung. Und das wäre auch Wiederbelebung, wird es dann schon schwer, ne? Ja, das hat aber eher was damit zu tun, dass die Menschen sich einfach nicht trauen. Ja, im Grund, sage ich mal, dass sie wissen schon, was sie tun sollen, aber vermutlich haben sie eher ein bisschen Angst, was falsch zu machen. Kann man was falsch machen? Nein, das Einzige, was man falsch machen kann, ist, dass man gar nichts macht. Ja, und wenn ich nicht weiter weiß, habe ich entsprechende Rufnummern, die ich anfragen kann, die mir dann entsprechend per Telefon eine Anleitung geben. Hattet ihr eigentlich schon mal so den Fall, wo ihr Erste Hilfe leisten musstet? Mhm. Und wie habt ihr da reagiert? Martin, bitte. Das war total krass. Wir waren in, was ist ein Jahr her knapp, oder sind schon anderthalb. Wir kamen zum Glück mit einem Kollegen zusammen, der regelmäßig Outdoor-Erste-Hilfe-Trainings macht. Da war ich total happy, dass er da war, weil meine tatsächlich dann doch schon irgendwie über ein Jahr her war. Mhm. Und dann auch so immer nur diese Auffrischungskurse, die man dann so macht. Und irgendwie dann das letzte Mal so richtig dann beim Führerscheinprüfung. Und dann kam uns ein Auto entgegen. Und dann dachte ich so, hey, der fährt aber komisch. Der fuhr schon auf den Seitenstreif und knallte dann volles Ballett gegen einen Baum. Und du dachtest, was war denn das jetzt? Also wie kann man denn so bewusst gegen einen Baum fahren? Das ist doch total... Und dann hielten wir an, Warnblink an, hinter uns staute es sich dann. Wir sind da rüber, die Frau, die hing irgendwie am Steuer, der Airbag war aufgegangen. Überhaupt nicht ansprechbar, die Frau. Und sie sagte, okay, Uwe, was machen wir jetzt? Und Uwe so, der Kopf, wir ziehen die jetzt erstmal raus, das geht nicht. Decke aus dem Auto geholt, Decke drunter gelegt, rausgezogen, geguckt, Puls irgendwie kaum noch vorhanden. Und dann, ja, das machen wir jetzt. Und dann zum Halleluja kamen zwei Frauen an, ja, hallo, wir sind Krankenschwester, wir kommen gerade von der Arbeit, können wir helfen? Ja, bitte. Dann legten die beiden los, das war total gut. Die wussten, da hat man sie gesehen, die wussten genau, was sie taten. Wir waren happy, wir haben einfach nur geguckt, dass ringsrum alles passte, dass irgendwie keiner hier durchfährt oder so, haben dann noch den Krankenwagen angerufen, der irgendwie, witzigerweise stand ein Krankenwagen in dem Stau, der eigentlich von woanders kam und woanders hin sollte, der kam dann auch noch und dann kam der eigentlich zuständige Rettungsdienst und das war so ein Moment, wo ich mir wieder gemerkt habe, Mann ey, das ist echt, das passiert ganz plötzlich, du rechnest nicht damit und irgendwie hast du immer das Gefühl, du bist nicht gut vorbereitet. Aber wie ihr schon selber gemerkt habt oder getan habt, sage ich mal, ja, intuitiv handelt man ja richtig. Ihr habt erstmal die Person rausgeholt, ja, danach hattet ihr vielleicht nochmal kurz überlegt, okay, was müssen wir jetzt noch alles machen? Zum Glück war dann halt Fachpersonal vor Ort. Ja, aber es ist halt so, dass das meiste Problem bei den Menschen, dass sie halt Angst haben, irgendwas falsch zu machen. Aber wie gesagt, intuitiv handelt man immer richtig. Aber mal ganz zugespitzt gesagt, wenn man nichts macht, sind sie doch eh schon tot. Also so böse gesagt jetzt mal, ne? Also wenn ich jetzt wirklich sage, ach gut, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich lasse die bewusstlose Person, die aber ich kann immer was atmet, machen. Nein, ich meinte das jetzt nicht als Verteidigung dessen nichts zu tun, sondern selbst wenn ich der Person jetzt drei Rippen breche, ist das besser als tot. Ja, das ist korrekt. Das sollte ich sagen. Hast du schon mal sowas erlebt, Stefan? Dass mir drei Rippen gebrochen wurden? Nein. Nee, tatsächlich auch zum Glück noch nicht. Ich war immer bei so Unfällen dann, wo schon alles lief. Also, wo schon alles korrekt initiiert wurde und dann vonstatten ging und jetzt bis auf irgendwo mal mit dem Küchenmesser im Finger geschnitten und Pflaster draufgeklebt auf Arbeit, ist in der Richtung zum Glück noch nichts passiert. Man hofft ja auch ehrlich gesagt nicht drauf. Also nein, das ist ja tatsächlich nee, was, aber trotzdem irgendwie immer das Gefühl, naja, was könnte man jetzt nochmal machen irgendwie? Was bietet ihr sowas an, so kurze für Ängstliche sozusagen? Also oder jemand, der sagt, naja, irgendwie habe ich gerade das Gefühl, ich hätte schon eine Idee, was ich tue, aber es ändern sich ja auch immer mal so, also manche, ich sage, mir geht es zum Beispiel so, mir hilft das unglaublich, wenn ich mich an irgendwas festhalten kann, irgendwelche Eselsbrücken, irgendwas, wo du sagen kannst, okay, das musst du dir merken, wenn du das am Kopf hast, dann fühlst du dich schon mal besser, weil du weißt, du machst jetzt erstmal nichts grundverkehrt. Auch wenn du jetzt gesagt hast, man kann eigentlich gar nichts verkehrt machen, wenn man nichts macht, das ist am schlimmsten, aber trotzdem, wenn man so irgendwie was hat, man sieht die Situation, man erkennt die Situation, man ruft Hilfe. Das ist ja erstmal das, was man machen soll. Und dann geht's los. Was tue ich dann? Ne? Und dann dafür sozusagen, hat sich da in den letzten Jahren was verändert? Irgendwas, was man wissen sollte vielleicht? Grundsätzlich in den einigen Jahren gibt es schon viele Veränderungen. Ja, die meisten haben ihren Erste-Hilfe-Kurs mit dem Führerschein gemacht. Der ist bei einigen schon etwas länger her. Ja, auch bei mir im Endeffekt. Ne? Und ansonsten bieten wir natürlich immer Kurse an, wo jeder Bürger dran teilnehmen kann, um das einfach mal aufzufrischen. Was grundsätzlich natürlich immer empfehlenswert ist, gerade für Führerscheininhaber, ja, denn wie gesagt, das macht man einmal und dann steht man da, wenn man solche Fälle hat und fühlt sich vielleicht doch etwas überfordert, was völlig normal ist. Aber wäre es nicht sinnvoll, auch so etwas einzuführen, wie alle 5 oder alle 10 Jahre muss ein Mensch, der den Führerschein besitzt, einen Erste-Hilfe-Kurs
absolvieren, weil zum Beispiel bei mir, gut, ich habe den Führerschein jetzt auch noch nicht, ein paar Jahre auch schon, aber das war auch mein... Zwei? Nein, Martin, es waren keine zwei, es ist schon, ich bin schon ein bisschen älter. Ich weiß, man sieht es mir nicht an, aber ja, ich bin schon ein bisschen älter. Das war auch mein erster und letzter Erste-Hilfe-Kurs. Und ich weiß, mit dieser Herzdruckmassage, da gibt es dieses Lied, so dieses 30 Mal drücken, zweimal. Ja, pusten. Welches Lied war es? Stay in the Night. Genau, ja. So, und wieder seltener kriege ich auch noch hin. Dann hört es auch schon auf, wenn ich Blut sehe, falle ich eh um. Also bin ich ein ganz schlechter Helfer. Also ich hatte tatsächlich mal zwei Notfälle gehabt. Das war letztes Jahr in Prag. Da ist eine Frau, so eine nicht mehr ganz rüstige Rentnerin, auf den Kopf gefallen. Das Blut schoss raus. Ja, und ich lag dann auch auf einer Bank. Also ich war dann keine große Julian legt sich einfach direkt daneben. Der Wille war da. Der Wille war da, aber für mich hat es dann auch nicht gereicht. Also das, ich kann es halt einfach. Also, kenne deine Grenzen, das ist auch wichtig. Ist auch völlig in Ordnung. Aber wäre das auch, also wahrscheinlich, dass der DRK sagt, auch sollte gemacht werden, oder? Empfehlenswert für 5 Jahre, muss man einfach mal so sagen. Ja, denn man vergisst doch vieles, weil man solche Sachen nicht täglich macht. Zum Glück. Ja, das muss man auch dazu sagen, das ist richtig. Okay, jetzt haben wir kurz drüber gesprochen. Wenn man die 112 wählt, dann kommt jemand von euch nach Hause und kann dann hoffentlich retten. Aber auch da gibt es ja durchaus Bedenken. Oder Geschichten, wo dann die 112 gewählt wird, halt tatsächlich für so, ich habe mich in Finger geschnitten, können Sie mal bitte ein Pflaster draufkleben, etc. pp. Ist das jetzt tatsächlich relevant, solche Fälle? Also ist das ein signifikanter Anteil oder ist, wenn ihr angerufen werdet, dann schon zu 80-90% die Kacke am Dampfen auf gut Deutsch? Zu 80-90% ist die Kacke am Dampfen. Aber ja, man muss dazu auch sagen, es gibt natürlich Anrufer mit kleineren Notfällen, die jetzt nicht wirklich für einen Rettungsdienst was sind. Wann ist denn so dieser Zeitpunkt, weil das ist auch immer so eine Frage, die ich mir stelle, wenn ich jetzt irgendwas habe. Wann ist der Punkt, wo ich sage, okay, ich sollte jetzt den Notarzt rufen oder es reicht, wenn ich am nächsten Morgen zu meinem Hausarzt gehe? Thema Schnittwunde wäre sowas. Ja. Wie tief. Gut, das kriegt er dann ja sowieso nicht mehr mit, weil er liegt ja natürlich. Achso, ja, das wäre dann definitiv ein Fall für einen Rettungsdienst. Also sagen wir mal so, wenn das Messer noch steckt, dann. Ja, ich sag mal so, bei kleineren Wunden jetzt nicht unbedingt, aber natürlich was nachher alles, was mit dem Herzkreislauf zu tun hat. Thema Herzinfarkt, so typisch Schlaganfall, sowas in der Richtung. Ja, oder bewusstlose Personen. Oder wenn die natürlich auch schon über einen längeren Zeitraum klagen, dass es denen irgendwie nicht gut geht. Das ist natürlich eine Bandbreite von bis. Ja, und dann geht es denen plötzlich akut nicht gut. Ja. Dann definitiv. Und wenn, ich sage immer zu meinen Teilnehmern, wenn ich mir nicht sicher bin, sollte ich trotzdem die 112 anrufen, dass die mir wenigstens sagen, was ich machen soll oder kann. Und dann gibt es zur Not auch den Tipp, nehmt lieber die 116, 117, da seid ihr gerade besser aufgehoben. Genau, dafür ist ja so, ich sage immer so schön, die Zwischenlösung gedacht. Ja, zwischen mein Hausarzt ist gerade nicht da, aber es ist gerade mal wieder Wochenende. Ja, man kriegt plötzlich Fieber, 40 plus, ja, Übelkeit, Erbrechen, extrem Flüssigkeitsverlust. Dann ist diese Nummer dafür da, dass die einen auch dementsprechend entweder ein Arzt vor Ort kommt oder halt auch Tipps gibt, was man machen kann. Okay, wir haben jetzt zwei Sachen gelernt. 112, ne, da sind eure Profis, ganz viele Ehrenamtliche habt ihr. Ihr gebt zum Beispiel auch Kurse für Autofahrer oder alle Menschen, die sich dafür interessieren. Genau. Was gehört denn noch zur ich gehe nach Hause einfach heute. Was gehört denn noch zur Bandbreite des DRK hier in Köthen? Ja, wir haben zum einen Fahrdienst, der also diese Krankenhausentlassungen fährt, ja. Dann haben wir eine Kindertagesstätte. Für die ganz Kleinen. Wir haben dann für unsere älteren Mitbürger zum einen den ambulanten Pflegedienst und wir haben auch eine Tagespflege. Und dann haben wir natürlich noch ganz viele ehrenamtliche Bereiche. Also ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Die Wasserwacht ist bei euch auch, ne? Oder? Unter anderem, genau. Ja, wir haben eine Wasserwacht, ein Jugendrundkreuz, genau. Also eigentlich alles außer Bestatter. Ja. Gut. Warum soll das sieht doch immer schlecht aus, wenn du im Haus sozusagen die gegenseitige Konkurrenz machst. Nee. Was kann man denn ehrenamtlich bei euch machen? Also muss ich dann Blut sehen können oder hättet ihr auch etwas für Julian? Wir hätten natürlich auch was für Julian. Ja, so ist das nicht. Unsere Wasserwacht zum Beispiel. Ich war tatsächlich mal, wo ich. Delfine ist bei Julian gerade ganz schlecht. Nein, belegt. Delfine ist schlecht, möchte ich jetzt drüber nicht reden. Aber ich war tatsächlich bis zum 12. Lebensjahr beim Jugendrotkreuz in Aachen. Ah ja. Und
tatsächlich das Problem ist, bei mir liegt es nicht nur daran, dass ich kein Blut sehen kann. Wir hatten nämlich mal in Dessau ein Probewochenende. Mhm. Also da wurden dann so verschiedene Menschen dann zum Beispiel, einer hatte einen Sonnenstich, einer hatte eine Schnittwunde, das wurde dann auch so mit Farbe angemalt. Und als ich das schon gesehen habe, musste ich mich schon setzen. Und das war kein echtes Blut. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Selbsthilfegruppe Kindheitstraumata. Julian spricht. Gibt's da irgendwas, also gibt's da irgendwie, wenn man jetzt daran denkt, Blut abziehen zum Beispiel, das steht mir morgen wieder bevor. Ich kraule mich davor. Ich habe schon 3 Wochen schon totales, träume schon die Nacht davon, es ist der Horror. Ich gucke da nicht hin, aber ich weiß, dass da Blut abgezogen wird und ich falle jedes Mal um. Allein das reicht schon, ja? Ja. Also ich glaube, so ein Rezept gibt's dafür nicht. Schade. Wenn man hinsitzen. Da so ein bisschen empfänglich für ist, sagen wir es einfach mal so. Nee. Ich dachte, so irgendwie so eine Therapie. Nee. Ja, man kann ja auch was gegen Flugangst machen. Da lernt man erst, dass es so gar nicht so schlimm ist und es werden sämtliche Zweifel ausgeräumt mit Statistiken und so. Und dann geht's ins Flugzeug. So, Martin, hol doch mal bitte die Schere. Die Schere? Ja, so, dann können wir, Julian, du gibst mal deinen Finger. Und dann, wir sind ja heute gut versorgt. Best Practice, ja. Ja, du siehst, ich hab's nicht leicht mit den Beinen. Ja. Wir machen das Beste draus. Aber Gabi, auch wir haben dir natürlich unsere klassische Rubrik mitgebracht. Wenn wir einen Gast haben, kommt da niemand ringsrum. Und sie heißt? Julian? Bibel spielst du oder ja, Blockbuster. Hast du, Moment, hast du ja gerade am Handy gespielt? Nein, meine Mutter hat mir geschrieben. Was denn? Musste ich mit Mama schreiben. Was hat denn, was hat denn Mama geschrieben? Das sage ich, das ist geheim. Zu Recht. So, also nochmal. So, wir kommen zu unserer großartigen Rubrik. Sobald wir einen Gast haben, muss er sich dieser stellen und sie heißt? Bibel oder Blockbuster. Danke, also, Julian. Wir haben ein Zitat vorbereitet. Und du, liebe Gabi, du musst dich entscheiden. Ist es aus der Bibel? Oder ist es aus einem Film oder einer Serie? Okay. Brauchst du ein Beispiel? Ja, wäre vielleicht nicht schlecht. Also was haben wir? Ach so. Unser Paradebeispiel? Ja, wir haben Ich bin dein Vater. Ja, Star Wars. Genau. Sehr gut. Hätte ja aber auch Gott sein können. Jetzt so zu Jesus, ich bin dein Vater. Ne? Oder gut. Bereit? Okay, bereit. Pass auf, dein Zitat ist, ein Volk sollte wissen, wann es besiegt ist. Blockbuster? Herr der Ringe. Ja. Julian? Ich habe keine Ahnung. Aber es klingt nicht nach Bibel. Okay. Ja, genau. Schade, das war auch mein Gedanke. Ich fand schon, also gut, okay. Also es ist aus Gladiator. Ja, fast. Aber sehr gut geraten. Herzlichen Glückwunsch. Tada, Moment. Nee. Klatschen. Achso, den muss ich. Oh, das war laut. So, und da du jetzt gewonnen hast, hätten wir jetzt gerne das Geschenk, von dem Julian vorhin schon sprach. Ich glaub's nicht. Spaß. Nein, ich habe aber tatsächlich was mitgebracht. Sie hat natürlich. Was Kleines. Ja. So, jetzt. Das müsst ihr euch aber teilen. Also im Wechsel. Eine Blutspritze. Eine große? Nein, natürlich nicht. Eine Tasse. Und Pflaster. Das sind aber auch Pflaster, wenn es blutet. Genau. Was haben wir hier? Nothilfepass? Ah, was kann man damit machen? Das ist für einen persönlich, wenn man zum Beispiel Medikamente einnimmt, da kann man die Angehörigen mit eintragen, dass man den immer so ein bisschen nah bei sich hat. Und im Falle des Falles, der Rettungsdienst trifft ein, es ist keiner weiter da, kann man dann halt diesen Nothilfepass übergeben und da stehen alle wichtigen Informationen drin, also die er bräuchte. Stefan nimmt das jetzt gerade auseinander wie so eine Ziehharmonika, da ist die komplette Krankengeschichte drauf. Wenn es 3 Meter lang. Ist der magnetisch? Ja. Okay. Sollte er sein. Er ist magnetisch. Vielleicht ist einfach das. Den kann man ihn total praktisch direkt beim Organspendeausweis. Sind das Blumensamen? Das ist Bienenfutter, Das ist Bienenfutter, das werden wir hier für die Bienchen. Die kleine Waldstraße säen. Aber, also sag mal eine ganz andere Frage. Man hat ja auch mittlerweile so einen Nothilfepass und Co. im Handy. Ist das sinnvoll, das auszuführen? Guckt da jemand, der, wenn man auf der Straße liegt, überhaupt? Oder? Na, aus dem Handy finde ich schon sehr speziell, weil ja viele Handys gesperrt sind. Ja. Die kommst du sogar? Gucke, warte. Ich habe selber noch nicht ausprobiert. Dann entsperrt ja von selbst. Kann ich der DRK-Tante noch was zeigen hier? Wieso das entsperrt auch von meiner Uhr. So, wir üben das nochmal. Wir machen das, wenn wir durch sind. Aber jedenfalls kommt man an diesen, guck hier unten, Notfall. Und tada, und schon sehen wir, welche Krankheiten Martin Olinicki hat, dass er
So viel wiegst du? So viel, ja, so viel wiege ich tatsächlich. Also, oh, so diese, okay. Diese ganzen Daten. Aber ich sag mal so, wenn aber Blutgruppe das, zum Beispiel steht drauf. Aber wenn du das jetzt nicht mal wusstest. Es ist tatsächlich dann nicht sehr verbreitet. Ich sollte vielleicht bei meinem Handy selber mal schauen. Auch ich lerne gerne dazu. Nee, klar, aber es ist ja immer so die Frage, weil klar, wenn man wirklich nicht ansprechbar ist, man weiß nicht, ist man gegen irgendwas unverträglich etc. Und ob der Rettungsdienst jetzt wirklich an dieses Handy geht. Deshalb. Ne? Und vielleicht ist es dann auch kaputt oder sonst was. Ne? Schwierig. So, jetzt gibt es ja, wir alle haben ja Großeltern. Mhm. Genau, und Großeltern hatten immer einen sehr, sehr wichtigen Spruch und du darfst heute damit aufräumen, ob das ein Kriterium bei euch ist oder ob es ein Ammenmärchen ist. Okay. Zieh dir saubere Unterwäsche an, falls du dann irgendwo zum Arzt musst oder ins Krankenhaus. Es existiert tatsächlich. Ihr kennt die, ne? Ja, natürlich. Und geht das jetzt so, wenn da, sagen wir mal, da liegen jetzt fünf bei so einem Mampf und guckt ihr dann, wer hat den saubersten Nein, Schlüpfer? Natürlich und der nicht. Dafür haben wir gar keine Zeit. Das ist ein eigenes Triage-Kriterium, ja. Glaube ich. Wir sollten vielleicht mal drüber diskutieren. Aber nein, das tun wir nicht. Starker Körpergeruch rutscht da hinten. Gut, also es ist ein Märchen. Ein Märchen, ja. Okay. Also brauchen wir jetzt nicht mehr jeden Tag einen frischen Schlüpfer. Man könnte noch zwei Tage anhaben, ja, es ist nicht so schlimm. Jetzt können wir zwei Tage links rum, zwei Tage rechts rum. Bitte, jetzt ist aber gut. Jetzt wird es wirklich komisch. Man muss auch wissen, wann es am schönsten ist, einmal aufhören, bitte. Es wird jetzt nicht besser, glaube ich. So, meine Damen und Herren, aber Sie wissen jetzt zumindest Bescheid. Wenn... Ja, du hast gerade gesagt, ganz, ganz viele ehrenamtliche Menschen engagieren sich bei euch. Ich glaube, jeder hat auch jemanden im Bekanntenkreis, der irgendwo sich beim DRK engagiert. Was ist denn so der Hauptgrund? Denn wenn ich jetzt das Böse betrachten will, dann habe ich ja dann noch Nachmittage und Abende, wo ich nicht auf der Couch und Netflix gucken kann. Und dann sogar muss ich noch am Wochenende bei irgendwelchen Festen rumstehen, bis irgendjemand so betrunken ist, dass er endlich bei mir hinfällt. Ja, das ist richtig, genau. Also zum einen ist es natürlich immer die Gemeinschaft, ja, dieses ehrenamtlich Zusammensein. Man lernt unheimlich viele Menschen kennen, ja. Man hat aber auch den Vorteil, gerade was du eben gesagt hast, bei diesen Festivals, dort kann man dann kostenlos mit dabei sein. Ach so. Das wäre ein Plus. Das ist natürlich jetzt wieder ein Anreiz. Außer bei Konzerten, ne? So, wenn Konzerte, bei, genau. Bei Taylor Swift kriegst du keine Karten mehr, aber genau, du bist genau. Als Sanitäter eingesetzt. Aber wie ist das, wenn ich, heißt das jetzt, pass auf, nennen wir mal Julian, pass auf Julian, du kannst gerne zu Taylor Swift, aber dafür fünfmal Silbereisen. Boah. Ist das bei euch, wird da so gedealt? Oder? Nein, nein. Wir sind ja auch hier bei uns im Bereich Köthen, sag ich mal, relativ klein, ja, mit solchen Konzerten. Aber nein, damit wird nicht gedealt. Das ist bloß das Kuhfest, Stefan. Ne, und dein CSD dieses Jahr noch. Stimmt. Genau, da ist doch der DRK bestimmt auch dabei, oder? Absichern? Mit Sicherheit. Stimmt, da wird es doch bestimmt so eine Verfügung geben. Das legt ja dann auch der wie heißt es denn, die Genehmigungsbehörde? Genau, ne? Die muss das entscheiden. Jawohl. Die müssen genau. Da dann auch sagen, so und so müsst ihr das absichern. So und so viel Helfer und so viel bla 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 bla. Genau. Ja. Genau. Und so viel Einwohner hat Köthen manchmal gar nicht. So viel wie helfen soll? Also so viel. Nee, genau. So viel wie helfen soll. Nein, aber wie viele Leute seid ihr eigentlich beim DRK in Köthen? Also wir haben im ehrenamtlichen Bereich sind wir knapp 100 bis 150. Das wechselt immer mal so ein bisschen. Ja. So viel? Ja, na die größte Gemeinschaft ist bei uns halt die Wasserwacht. Ja, da können ja die von klein auf ab 7 Jahre mit dran teilnehmen. Ich muss kurz unterbrechen, Wasserwacht, also mir ist das nicht bekannt, dass Köthen einen großen See und die Elbe. Pass mal auf, hier um die Ecke ist der Tito. Ja, stimmt. Wir können dich da ja mal reinhalten. Ja, vor allem, du brauchst ja gerade im Sommer, die ganzen Badeseen brauchen Rettungsschwimmer. Also genau. Da sehe ich immer Wasserwacht, die LRG, das sind diese beiden großen Player, die da, dass sich. Ja, das ist, aber hier in Köthen ist ja die Frage. Steht ja, ja, was meinst Köthen. Du denn, wer in Edderitz am See sitzt, macht das ist DRK Edderitz? Vielleicht das DRK Dazu muss ich sagen, Anhalt. Da sind wir nicht. Sorry. Also, die Frage ist berechtigt, wo seid ihr denn? Wir sind zum Beispiel im Freibad Glautzig, in einem kleinen, niedlichen Freibad. Ansonsten sind wir überregional tätig mit anderen Kreisverbänden, wenn diese großen Festivals auch wieder sind, da wo dann Seen sind. Genau. Ferropolis. Ich bin nicht drin. Genau, jawohl. Siehste, wunderbar. Ah, sehr schön.
Und das sind dann die Damen und Herren von Baywatch. Genau so ist es. Haben auch tatsächlich so eine. Übt man das auch so, in Zeitlupe zu laufen, so aufs Wasser zu? Ist das? Nein. Nein, schade. Denn da zählt ja doch jede Sekunde. Ja, gut. Na, ich meinte jetzt für Videoaufnahmen. Dass man so. Wenn wir spezielle Videoaufnahmen machen wollen, für Werbezwecke, ja, vielleicht. Sollte ich vielleicht mal anregen. Das kommt, Julian. Wir würden uns anbieten, dann mal was. Zeitlupe laufen können Sie. Wir produzieren euch was im Sommer. Du bringst deine ganzen Rettungsstürmer und Schwimmerin mit und wir gerne. Machen so eine kleine. Bist dabei. Aber nur die eine Baywatch-Figur haben. Mit Julian ölt sie dann ein. Also keine Diskriminierung. Was würde ich nie tun? Nein, gar nicht. Nur die eine Baywatch. Was ist denn eine Baywatch-Figur, Julian? Möchtest du das definieren? Ja, das würde ich jetzt. Ja, das wollen wir jetzt schon wissen. Wollen. Ja, bitte. Naja, aber ihr kennt doch den Film Baywatch. Und halt das war schön, sogar mal eine Film. Serie. Hm. Ja, aber es ist, ja. Also man muss aussehen wie Zac Efron und wie Pamela Anderson. Nein, und man wie kann auch. David Hasselhoff. Es gibt ja, und es muss einfach Serie. diese verschiedenen Komponenten müssen einfach ineinander stimmig sein. Mitch. Also ich sag mal, hier laufen gerade Leute dran vorbei, die sind's nicht. Nee, du kannst aber auch sagen, dass es unter den dicken Wintersachen nicht so zu erkennen ist. Genau. Außerdem ist die Strandfigur ja noch ein paar Monate hin. Das stimmt. Genau. Daran sollten wir noch arbeiten. Ja. Alle. Also wir machen uns Gedanken und dann drehen wir das für euch. Mit sehr euch. Gerne. Und dann müssen wir das präsentieren. Ich freue mich da ernsthaft schon drauf. Okay, langsam geht unsere kleine halbe Stunde in die finale Phase. So schnell ist eine halbe Stunde vollgelabert, ne? Genau. Hast du noch sehr was gut. auf dem Herzen, wo du sagst, ich bin hierher gekommen, um ausgerechnet das zu sagen? Theoretisch. Ja, dafür ist die Zeit jetzt leider nicht mehr. Habe ich schon vieles gesagt. Aber ich wollte noch mal zum ehrenamtlichen Bereich sagen. Gerne. Wir haben nicht nur die Wassermacht, sondern wir haben auch ein Jugendrotkreuz. Ja, für die etwas kleineren, die jetzt nicht unbedingt mit dem schwimmerischen Teil zu tun haben wollen. Und wir haben natürlich auch noch unsere Bereitschaft, die sich vorrangig mit dem Thema Sanitätsdienst beschäftigt. Darüber hinaus gibt es aber auch noch bei uns eine Notfallbegleitung. Was ist das? Die wird dann tätig, wenn zum Beispiel jemand in der Häuslichkeit verstorben ist, die Angehörigen vor Ort sind und dann diese Trauer nicht bewältigen können, dann sind die in den ersten Stunden für die als Ansprechpartner da. Ganz auch wichtig. Sehr wichtig, ja. Ja. Also halt mal fest, DRK sehr vielfältig tatsächlich. Auf also nicht Fall. Nur tatütata mit Rettungsdiensten Nein. durch die Kante fahren, sondern auch ganz, ganz viel andere wichtige, wertvolle Arbeit für ja die Menschen hier. Für Köthen. Also es ist ja jetzt nicht irgendwo so ganz abstrakt, dass man sagt, ja, da ist jetzt so das und das kommt dann dem zugute, sondern das kommt ja wirklich bei jedem Fest, bei jeder Veranstaltung zugute, dass wir so ein DRK haben. Und auch wenn wir hier ganz, ganz viel Blödsinn erzählen und Scherze machen und über und unter und hinter Gürtellinien sind, an dieser Stelle einfach mal Dankeschön. Danke. Sehr gerne. Moment, ich habe nochmal den Applaus da. Er beendet nicht. Das ist für alle eure Mitglieder gewesen. Und wie schnell er dann auch drum. Also das Publikum hier gut im Griff. Ja, zeige einmal Schluss aus, weil genau. Es geht nämlich weiter mit unserem Martin. Ja. Und der hatte jetzt eine halbe Stunde lang Zeit. Der hat nämlich vor der Sendung gesagt, Martin, denk dran, zum Schluss kommt die Sonntagsfrage, weil des Öfteren klappt das ja nicht mehr so gut. Also eigentlich hat es noch nie richtig geklappt, aber stimmt heute. Stimmt so nicht. Es gibt schon so Momente. Ich habe schon meine Momente. Genau, jetzt am Sonntag, hat Stefan von den tollen Namen schon gesagt, Reminiszere und Julian. Reminiszere. Und Julian und Stefan dürfen mal raten, an welches Wort euch das erinnert. Reminiszenz. Und das bedeutet? Ehrerweisung. Mhm. Ja, geht schon in die richtige Richtung. Also es ist sowas wie an etwas denken, erinnern. Und es ist auch ein Kunstwort. Reminiszere ist sozusagen ein Kunstwort und soll der Imperativ von Gedenken sein. Also Gedenke. Mhm. Achtung, pass auf. Und es geht an dem Sonntag so um das Verhältnis zwischen Gott und Mensch. Und es gibt zwei Gottesdienste. Einen 9.30 Uhr in St. Agnus. Kommt gerne Hans-Christian Beutel, macht den Gottesdienst. Um 11 Uhr sind wir in der Jakobskirche und verabschieden unsere Gemeindepädagogin, die ja zum Ende des Jahres aufgehört hat. Die Gemeindepädagogin oder die Gemeindepädagogin? Nein, es ist die Gemeindepädagogin. Ja, also die wird verabschiedet, herzliche Einladung auch dazu, um 11 in der Jakobskirche. Achtung, jetzt nicht im Gemeindesaal, sondern wirklich mal in der Kirche, weil es ist ein bisschen feierlicher, da brauchen wir ein bisschen Platz. Warum kommt die uns nicht besuchen? Weil die Besseres zu tun hat.
So, Gabi, schön, dass du da warst. Du hattest anscheinend nichts Besseres zu tun, aber es hat dir ja hoffentlich auch gefallen bei uns. Ja, es war sehr gut. Was soll die Frau jetzt sagen? Genau. Uns hat es auch gefallen. Wir haben uns sehr gefreut, dass du mit einem Geschenk vorbeigekommen bist. Gerne öfter. Bis dahin hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Macht's gut. Winke, winke. Tschüss. Tschüss. So, Jürgen, jetzt üben wir noch stabile Seitenlage.